Seit George in Köln aufgetaucht ist, ist Maike fasziniert von dem gutmütigen und stets gut gelaunten Mann. Auch wenn sie inzwischen weiß, dass aus ihnen nie mehr als Freunde wird, da sich George nicht binden will, genießt sie jede freie Minute mit ihm. Das liegt auch an seiner Begeisterungsfähigkeit, die er bei so ungefähr jedem Thema an den Tag legt. Insbesondere, wenn es um sein Hostel geht, kann er nicht aufhören zu schwärmen. Das steckt an, und wie. Maike beschließt, mit ihr Leben, so wie es ist, zu beenden und einen Neuanfang zu wagen. Ich bin dabei, ich steig mit ein, erklärt sie in der Donnerstagsfolge plötzlich, als sie gemeinsam mit Mark Roche Zukunftsplänen lauscht, die aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in Gefahr sind. Der Hostelbesitzer fällt aus allen Wolken, als er Maikes Worte hört. Ungläubig hakt er nach, mit meiner Kohle aus dem Kühn und einem Kredit kriegen wir das auf jeden Fall gestemmt. Und ich find die Idee so geil und du brennst da so für. Warum soll dein Traum nicht mein Traum werden? Ich find's mega, ich hab Bock auf was Neues, ich brauch frischen Wind, und wenn nicht jetzt, wann dann? Nicht nur George kann sein Glück kaum fassen. Auch Mark klappt die Kinnlade herunter. Er und Jule hatten in den vergangenen Tagen mehrere Gespräche zu ihrer gemeinsamen Zukunft und darüber, dass sich etwas ändern soll. Kurzerhand erklärt er, er sei, vorausgesetzt, Jule gibt grünes Licht, ebenfalls bei dem Projekt Hostel dabei. Und tatsächlich, wenig später stößt Jule zu der Gruppe hinzu und verspricht, ebenfalls mit an Bord zu sein. Während Jule, Mark und George ausgelassen feiern, wird Maike von einem schlechten Gewissen geplagt. Denn sie hat Jan noch gar nichts von ihren Hostelplänen erzählt.